Bastelzeit. Heute geht es mal wieder um den hier, ja, den Shelly 2.5. Den hatte ich hier schon mal gezeigt, vor allen Dingen, was das überhaupt ist, was er kann und was für Probleme ich da so ein bisschen vorhersehe. Ja, in hier dem Video, da möchte ich dann auch so drei Punkte ergänzen, die noch ein bisschen offen sind. Zum einen, ja, wir haben das Ding noch nicht zerlegt, das geht natürlich so nicht, also werfen wir mal einen Blick aufs Innenleben. Dann, wie sieht es mit der Software aus? Die Originalsoftware, die drauf ist, funktioniert zwar relativ gut und klappt theoretisch auch ohne Cloud, also komplett lokal, aber sie ist leider kein Open Source und ich bevorzuge es eigentlich, eine Open Source Software zu haben, deswegen gucken wir uns mal an, wie man das Ding mit anderer Firmware bestücken kann, in hier dem Fall Tasmota. Und last but not least, so ein bisschen der Meltdown. Auf welche ganzen Probleme bin ich denn noch gestoßen? Und sagen wir es mal so, bei meiner Problemvorhersage im letzten Video, ich war offensichtlich ein bisschen zu locker mit dem Gerät. Also fangen wir mal mit den Innereien an. Das Gehäuse, das ist geklippt und geht recht einfach auseinander. Am Deckel, also der beschrifteten Seite, da ist eine Antenne fürs WLAN dran angebracht. Das heißt also, die Seite mit der Beschriftung, die sollte am besten in Richtung von eurem WLAN-Access Point zeigen, wenn er das einbaut. Spricht auch wieder eher für so Gerätedosen mit so einer Tasche, denn so ein Schalter, der hat halt Metall drin und wenn der vor dem Shelly sitzt, dann blockiert er natürlich so ein bisschen das WLAN. Ja, diese Antenne, die ist mit einem UFL oder IPEX-Stecker da direkt eingesteckt. Das heißt also, wenn wir es zerlegen wollen, können wir das zum Glück relativ einfach ausstecken. Muss ein bisschen aufpassen, die Verbinder, die halten offiziell nicht so viel an Steckzyklen aus. Aber in den meisten Fällen geht es noch gut. Ja, wenn wir uns die Platine dann angucken, dann fällt uns erstmal auf, dass wir hier auf der Vorderseite so eine Relais-Platine nochmal Huckepack haben. Die ist im 90-Grad-Winkel hinter den Anschlüssen direkt. Und darauf finden sich, wenig überraschend, zwei Relais. Hersteller, das ist Hongfa. Die Serie ist die HF32FA-G. Geschaltet werden die Dinger mit 12 Volt. Und es ist ein Modell mit verringerter Stromaufnahme. Was es allerdings nicht ist, die Kontakte da innen drin, die sind nicht vergoldet worden. Das heißt also wahrscheinlich das günstigere Modell. Könnte sich eventuell bei der Haltbarkeit negativ bemerkbar machen. Der zulässige Schaltstrom, der liegt, ja, Überraschung, draußen stand es ja schon drauf, jeweils bei 10 Ampere. Es gibt allerdings keine Angaben, wie das Ding beim D-Rating zu handhaben ist. Also wenn man eine induktive oder kapazitive Last hat, muss man eigentlich bei Relais weniger Ampere dann als Maximum rechnen, sodass er das auch aushält. Hier leider keine Angabe. Ebenfalls auf der Relaisplatine, da sind noch zwei Widerstände, jeweils 4 Milliohm, also 0,004 Ohm. Die dürften für die Strommessung genutzt werden. Also am Ende können wir ja sehen, wie viel Watt die Geräte benötigen, die da angeschlossen sind. Schön zu sehen ist auch, wie hier von dem Widerstand direkt so ein paar abgeht. Das ist um den Spannungsabfall und, wir wissen ja den Widerstand, dann durch Berechnen auch den Strom messen zu können. Die gehen dann entsprechend hier weg und dann weiter zu unserer Platine, wo dann ein IC sich darum kümmert, das umzusetzen. Die Widerstände, das dürfte 1206 sein. Ich glaube, die können bis 1 Watt offiziell an Abwärme, müsste mit den 10 Ampere dann eigentlich noch passen. Der Rest der Oberseite von hier dieser Hauptplatine, das ist hauptsächlich die Stromversorgung für den digitalen Teil. Der Neutralleiter, der geht hier unter den Relais durch, zu der Ecke hier. Da sitzt normalerweise ein Sicherungswiderstand, gefolgt von ein bisschen Filterung und einer Diode. Und das scheint auch schon die komplette Gleichrichtung zu sein, also Vollbrückengleichrichter, wie man normalerweise erwarten würde, den gibt es hier nicht. Ist allerdings offensichtlich auch so gewünscht, denn wenn wir ein bisschen weitergehen, unter den Kondensatoren hier, da verbirgt sich der Chip, ein LNK304DN von Power Integrations. Das ist natürlich ein Controller für Schaltnetzteile, also der aus unserer Eingangsspannung eine niedrigere Spannung macht. Wenn wir uns da das Datenblatt angucken, da ist auch tatsächlich vorgesehen, dass man nur mit einer Diode arbeitet. Von den Spezifikationen her, das Ding schafft etwa 120 bis 170 mA als Maximalleistung am Ausgang. Spannung ist wählbar. Ich schätze, man hat hier 12 Volt gewählt. Wir haben ja gesehen, sind 12 Volt Relais verbaut. Da würde das wahrscheinlich passen.
Was noch interessant ist, ist die Bauform. Wenn wir hier mal gucken, auf der oberen Seite, da, ja, R-Quotes, fehlt ein Pin. Und unten, auf der unteren Seite, sind alle miteinander verbunden. Das dürfte wahrscheinlich hauptsächlich sein, um die entweder die Strombelastbarkeit zu erhöhen oder weil man Hitze abführen möchte. Das heißt also, dass entsprechend das Board hier so als kleiner Kühlkörper dient. Eine weitere Sache, die ein bisschen ungewöhnlich ist, wir haben hier lediglich eine Spule, es gibt keinen Trafo. Das heißt also, die komplette Schaltung ist nicht vom Stromnetz entkoppelt. Das heißt also, sobald wir mit dem Stromnetz verbunden sind, ist alles, was wir hier sehen, auch am Stromnetz. Das heißt also, ja, anfassen oder so sollte man das Ding nicht. Das kann lebensgefährlich tödlich enden, wie gewisse Leute sagen würden. Normalerweise sollte es aber kein Problem sein, von dem Ding gehen ja keine Kabel weg oder so. Also so, zumindest mal so im ersten Moment nichts, was jetzt da direkt die Sicherheit beeinträchtigen würde. In der anderen Ecke, da dominiert dann ein weiterer IC. BCDCJ konnte ich leider nichts zu finden. Ich vermute, dass es ein weiterer Schaltregler ist. Wenn wir oben in der Ecke gucken, dieser kleine Kasten, das könnte noch eine Spule sein. Und wir bräuchten halt auch noch irgendwie eine kleinere Spannung. Wir haben ja gerade schon gesagt, okay, wahrscheinlich 12 Volt wegen den Relais. Der ESP selber benötigt aber 3,3 Volt, von daher würde das hier an der Stelle passen. Schaltregler würde ich halt vermuten, weil ein normaler Low-Dropout-Regler, also ein Linearregler, das wäre schon etwas knapp vom Strom her, wir hatten ja eben gesagt, 170 mA als Maximum, die da möglich sind, von dem davor. Und ja, der ESP wird mit 170 alleine wahrscheinlich nicht ganz so glücklich. Deswegen wäre das jetzt mal meine Vermutung. In der Mitte gibt es dann noch diese Kanne hier. Das ist offensichtlich ein Oszillator. Steht nichts drauf, aber von der Bauform her würde ich sehr darauf schätzen, dass das unsere 32,768 kHz sind. Also ein üblicher Quarz für eine Echtzeituhr. Wenn wir überlegen, das Modul kann ja auch zeitgesteuert Sachen ein- und ausschalten. Da möchte man eine halbwegs genaue Uhr haben. Und ich schätze mal, deswegen hat man den hier noch hingesetzt. Ganz vorne, da befinden sich ja normalerweise diese Anschlussklemmen. Hier sieht man schön, dass die beiden Anschlüsse von der Phase in der Mitte direkt miteinander verbunden sind. Und zusätzlich geht es noch oben auf diesen silbernen Streifen. Das ist die Lötstelle, wo es eigentlich zum Relaisboard rüber geht. Und von da aus kommt dann oben und unten jeweils einer zurück, die dann zu den Ausgängen gehen, entsprechend der zweite Kontakt von jedem Relais. Auf der anderen Seite von der Aussparung, da ist dann je Relais ein kleiner Transistor, um das entsprechend schalten zu können. Und die zwei Leitungen von der Strommessung, die kommen natürlich auch hier an und gehen von hier aus weiter an die entsprechende Messelektronik. Links und rechts, auch normalerweise unter den Relais verborgen, da sind noch ein paar ergänzende Kondensatoren und Widerstände für die ganzen Schaltungen auf der anderen Seite. Und was wir ja auch noch haben, das sind nochmal weitere Transistoren, die haben mit den Eingängen S1, S2 zu tun, also das, wo man normalerweise seinen Schalter anschließt. Ansonsten haben wir hier nichts, also drehen wir das Ding mal um und gehen zur Rückseite. Hier haben wir im Bereich der Anschlüsse alles noch quasi nochmal gespiegelt. Auch hier gehen also Phase und die Ausgänge jeweils zur Relaisplatine. Einfacher Grund, doppelte Anzahl an Leiterbahnen heißt auch sehr vereinfacht gesagt, doppelte Strombelastbarkeit, hält also mehr aus. Die Schalteingänge, die gehen hier erstmal über einen 47 Kiloohm Widerstand und eine Diode und von da aus dann mit ein bisschen Filterung weiter zu den Transistoren. Wobei Filterung ein relativ großes Wort ist, denn eine wirkliche Hardwarefilterung gibt es nicht. Das heißt also, dieses Netzbrummen, was wir am Ende haben, das wird tatsächlich in Software entfernt. Das heißt also, bei unserer Wechselspannung, die wir reingeben, kommt beim Mikrocontroller hinten die ganze Zeit wirklich an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an. Und kein klares Signal, okay, hier ist gerade Strom oder sowas. Speaking of Steuerung, ja, Hirn des Moduls, wenig überraschend, ein ESP8266. Entsprechend dann mit Quarz- und Antennenanschlüssen, das, was man eigentlich auch hier in den meisten Fällen erwartet. Hinter besagtem Antennenanschluss, da laufen allerdings interessanterweise Leiterbahnen mit Netzfrequenz. Also ich hätte jetzt vermutet, dass das zu Störungen führen könnte, aber ich hatte bisher keine Probleme damit, also ja, wird anscheinend schon irgendwie funktionieren. Kleine Side Note an der Stelle, es gibt inzwischen eine neue Generation von den Shelly-Modulen. Der 2.5er gibt es glaube ich noch keinen Nachfolger, aber für die 1er. Und da ist inzwischen der ESP32 dran, da hätte man dann natürlich mehr Speicher und Leistung.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch von hier diesem Shelly 2.5 irgendwann dann in absehbarer Zeit noch ein neues Modell auf den Markt kommt, was dann einen ESP32 stattdessen hat, aber ich schätze, die Prinzip wird wahrscheinlich gleich bleiben. Ja, ansonsten, wir haben hier einen Taster für Nutzereingaben, der ist theoretisch von außen erreichbar, da ist das Plastik so ein bisschen ausgefräst, dass man den drücken kann. Ich glaube aber, für die normale Operation wird das Ding nicht benötigt. Ebenfalls hier und ebenfalls für 8266 typisch ist der Flash daneben. Der ist von Cephon und schimpft sich QH16B104G1P. Kann ich nicht direkt finden, aber so vom Schema her müsste das 16 Megabit sein, also 4 Megabyte. Das ist eigentlich das, was man heute auch häufig bei ESPs findet. Ist eigentlich mehr als genug Platz, um da entsprechend seine Firmware draufspielen zu können. Rechts daneben ist dann die Leiste hier. Auch die ist von außen erreichbar und die ist ganz interessant. Die ist nämlich mit dem UART sowie GPIO0 verbunden. Also genau die Pins, die man braucht, um da die Firmware zu ändern. Es ist also hier bei diesen Shellys tatsächlich möglich, von außen, ohne dass man irgendwie das Gehäuse öffnet, die Firmware durch irgendwas Eigenes zu ersetzen. Und ja, dürfte dann klar sein, wo wir dann gleich uns auch mal dran begeben dürften, oder? Ja, letzte Sache hier auf der Seite, das ist dieser große Chip hier. Das ist der ADE7953, der ist von Analog Devices, ist ein spezieller IC, um Spannung und Strom zu messen. Inklusive so erweiterten Dingen wie zum Beispiel Power Factor oder auch Blind- und Wirkleistung. Das heißt also, das wird alles hier intern berechnet. Passenderweise hat der ja auch zwei Paare für die Strommessung als Eingang, also genau passend für hier unsere zwei Ausgänge, die wir am Ende haben. Daher kommt es dann, dass die beide separat gemessen werden können. Der IC macht, wie gesagt, alles intern, rechnet die Daten fertig aus und gibt die dann digital weiter. Hier in dem Fall per I2C direkt zum ESP und der kümmert sich dann darum, dass das am Ende auch wirklich in der Benutzeroberfläche landet.